Taube in der Sprache bedeutet Raja, Auda. Das heißt, wenn wir das Wort Taube übersetzen, das heißt Rückkehr. Subhanallah. Und die ganze Schöpfung bewegt sich in einer Richtung. Alle zu Allah. Auch die Kuffar. Auch die, die Sonne anbeten. Auch die, die Steine anbeten. Alle bewegen sich in der Richtung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weil letztendlich, wenn er stirbt, wo soll er hingehen? Zu Allah zurück. Nur er denkt jetzt, dass er in eine andere Richtung geht. Sogar die Sahaba haben sich gewundert, haben sie gesagt, Ibn Abbas. Und eine Frage wurde auch Abdullah ibn Mas'ud gestellt. Die Steine und die Vögel und die anderen Geschöpfe preisen Allah, sagte, so hat unser Herr gesagt. Es gibt nichts auf der Erde, was ihn nicht preist, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Mensch, der keine Taube macht, der Mensch, der sich vom Weg Allah subhanahu wa ta'ala abwendet, der Mensch, der seine Religion nicht praktiziert, derjenige, der die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala nicht bestätigt, ist ein Mensch, der gegen den Strom läuft und schwimmt und anstrengend. Aber am Ende wird er da landen, vor Allah subhanahu wa ta'ala. Entweder Hölle oder entweder Paradies. Aber bevor wir über die Taube reden, müssen wir drei Überschriften nehmen. Ilm, Wahal und Wa'am. Wissen. Zustand, Tat. Was ist mit dem Wissen? Mit dem Wissen ist gemeint, dass ich weiß, was Allah subhanahu wa ta'ala von mir will. Was er mir erlaubt hat und was er mir verboten hat. Und in diesem Vortrag werden wir auch über eine Geschichte reden. Diese Geschichte ist überliefert von Imam Muslim und Imam Bukhari. Über einen Mann, jeder kennt diese Geschichte. Ein Mann tötete 99 Seelen. Als der Schmerz in seinem Herz stark wurde, fragte er, wer ist der Gelehrteste, der am meisten Wissen hier in der Stadt? Sagten sie, dort ist ein Priester, ein praktizierender Priester, geht zu ihm. Assalamu alaikum, alaikum salam. Ich habe 99 Seelen getötet, gibt es Tauber für mich? Yani, als wollte ihm sagen, yani, nachdem du 99 Seelen getötet hast, kommst du mich fragen, ob du Tauber bekommst? Und guck mal, was für ein Fehler. Wir leben in einer Zeit, in der viele Leute keine Hoffnung haben. Wenn jetzt jemand kommt, ich habe das und das gemacht. Wer von uns kann jemand richtig Hoffnung machen? Allah ist vergeben. Allah lässt dich nicht im Stich. Weißt du, dass in einem heiligen Hadith Allah subhanahu wa ta'ala, wenn der Mu'min ruft, O Allah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik. Ich bin hier, ich höre dich an. Und wenn der Sünder sagt, O Allah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik, labbaik, labbaik. Was hat mir Allah verboten? Aus dem Weg gehen. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala mir erlaubt? Ich praktiziere das. Deshalb, wenn wir zurück zu dem Begriff von Istiqama gehen. Was ist Istiqama? Und jeden Tag sagst du, ihdina sirat al-mustaqim. Was willst du denn? Was beabsichtigt? Warum bittest du Allah um Istiqama? Dann sollten wir ganz kurz über diese Definition reden. Al-Istiqama hier. Luzumu sirat al-mustaqim. والوقوف بين يدي رب العالمين امتثال الامر واجتناب النهي على علم Das ist الاستقامه الاستقامه ist was die völlige Ergebenheit vor Allah subhanahu wa ta'ala und subhanallah wenn du heute dein Gebet verstehen würdest würdest du verstehen was es bedeutet Ergebenheit Allahu akbar guck mal so stehe ich vor Allah subhanahu wa ta'ala mein Körper gerade mein Blick auf den Boden gesenkt ich erhebe ihn nicht Hast du mal verstanden, was das bedeutet? Dass du deinen Blick senkst, auf den Boden guckst, stehst da. Du erniedrigst dich für Allah subhanahu wa ta'ala. Ergebenheit vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du vor jemandem hier stehst, vor dem du Angst hast, und du stehst da, und da solltest du dich nur bewegen, passiert dir was. Wie wirst du stehen? Du wirst nicht mal dich trauen, da hinzugucken. Deshalb Rasul sagte in Bezug auf die Leute, die gebetet haben und ihr Blick zum Himmel geworfen haben, wenn er gebetet hat, guckt er nach oben, und leider gibt es heute auch so, sagte, wenn die nicht damit aufhören, zum Himmel zu gucken, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihr sehen. Ja? Die werden nicht mehr sehen können. Ja,
Weil wenn ich hier stehe, es gebührt nicht, dass wenn ich in dieser Situation stehe, ich werfe mich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Und dann gucke ich zum Himmel. Das ist, als wäre ich überheblich. Das andere, dem geraden Weg folgen, ohne hin und her zu wackeln. Gerade. Und subhanallah, auch in Mathematik und Geometrie und alles, sagt sie, die kürzeste Strecke ist was? Die gerade Linie, oder nicht? Von A nach B zu kommen, die gerade Linie. Und der gerade Weg ist so. Rasul sallam, Hadith Abdullah ibn Mas'ud, sagte Rasul sallam, machte uns eine Linie auf dem Boden, auf dem Sand. Und er sagte, das ist der gerade Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann machte er so Linien an der Seite. Und er sagte, das ist die Abwege. Das ist nicht der richtige Weg. Wer da abgekommen ist, hat den geraden Weg verfehlt. Al-Istiqama, das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, meiden, aus dem Weg gehen. Und das, was er empfohlen hat, muss man machen. Beten. Lässt dann aufhören. Gut zu der Frau sein. Gut zu den Kindern sein. In der Gemeinde gut sein. Gutes verrichten. Vom Munkar sich entfernen. Halal. Aber was bleibt hier? Das Wissen. Das müssen wir durch Wissen machen. Das ist das Erste, das Wissen, das wir brauchen. Das Zweite ist der Zustand. Und ich habe gerade über diesen Mann gesprochen. Er kam, sagte, ich tötete 99 Seelen. Das heißt, sein Zustand hat sich verändert. Er wurde krank, als wurde er krank gewesen. Warum? Weil vorher hatte er eine Seele, zweite, dritte, 90. Bei 99 plötzlich merkte er, er macht etwas Falsches. Und das ist, was wir brauchen. Damit du Taube machst, muss sich das in einen Zustand verwandeln. Ich habe eine Freundin, schon seit 2-3 Jahren. Plötzlich, subhanallah, was ist das? Was mache ich denn da? Auf einmal, mein Zustand hat sich verändert. Ich will Schluss mit ihr machen. Das geht nicht. Astaghfirullah al-Azim. Als wäre ich krank. Ich muss mich von dieser Krankheit befreien. Zustand. Und subhanallah, viele Leute heute, wenn du dem sagst, hör damit auf. Sag, mach Bittgebet für mich. Bittgebet ist eine Waffe im Islam. Alhamdulillah. Hebe deine Hand und sag Allah, ich bin da. Wenn meine Diener dich nach mir fragen, ich bin da. Aber mein Bittgebet konnte erhört werden oder nicht. Aber wenn du deine Sünde unterlässt, bist du schon gerettet oder nicht. Ist das nicht einfacher? Und das Dritte ist was? Ist die Tat. Und unter dieser Tat gibt es 4 Punkte, die wir jetzt betrachten wollen. Das Erste, die Unterlassung der Sünde. Jemand, der Taube machen möchte, soll sich im Klaren sein. Taube heißt Rückkehr. One-Way-Ticket. Ich komme nicht zurück. Die Sünde unterlassen. Die Freundin ist da, soll sie im Norden sein, ich bin im Westen. Meine Clique, die mich von Allah subhanahu wa ta'ala, yani subhanallah, es gibt junge Leute unter uns, gerade auch mit einem jungen Mann zusammengesessen, unterhalten, versucht ein bisschen ihm treffende Worte zu sagen. Er lebt in einer Familie, weder der Vater noch die Mutter noch die Geschwister praktizieren. Fasten sowieso nicht so. Und das Problem ist, dass sein Vater jetzt ihm das Leben zur Hölle macht, warum er betet. Und er begründet das, warum er jetzt zu der Moschee geht, sagt, das sind Terroristen. Ich hoffe, ihr habt eure Waffen gut versteckt. Das sind Terroristen, das sind Verbrecher, das sind subhanallah. Und sagt er, wir gehen beten. Yani, komm mal mit, guck dir das mal an. Wir beten. Ja? Unterlassung der Sünde. Ganz weit weg davon. Und Rasul sallam zu seinen Bittgebeten war das, dass er gesagt hat, Allahumma ba'ad bayni wa bayna dhunub, kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib. Mach mich so fern von meinen Sünden, wie du die Weite zwischen Osten und Westen gemacht hast. Weit weg. Das Mädchen. Im Osten, ich bin im Westen. Die Clique. Im Osten, ich bin im Westen. Das Geld, was ich haram verdiene. Weg damit. Das ist das Mitgebet. Und der Mensch, wenn er bittet, soll er das machen.